das Körperempfinden in VR ist ja dasjenige, was VR so besonders macht. Und das Körperempfinden wird verstärkt, wenn es ein taktiles, also ein fühlbares Feedback, eine fühlbare Rückwirkung gibt. Und ich habe versucht, so diesen Moment, wenn man durch die Wand geht, der schon visuell sehr schwierig ist, also man hat so ein Bestreben, nicht da durchzugehen, weil man einfach erwartet, dass es gleich einen Knall gibt, den zu verstärken, dadurch, dass man diese Wand auch fühlen kann. Der Besucher muss also durch die Wand gehen. Wenn er durch die Wand geht, sieht er eine andere Darstellung von sich selbst, aber auch von dem Raum, dem Ausstellungsraum, dem Raum, in dem er sich gerade befindet. Auf jeder Seite der virtuellen Welt finden sich unterschiedliche, insgesamt sind das 7 Darstellungen des aktuellen Raumes, die auf verschiedene Art und Weisen gemacht wurden. Geschichten kann man auf unterschiedliche Arten erzählen und auch Räume kann man auf unterschiedliche Arten darstellen. Je nachdem, wie man sie darstellt, hat es einen bestimmten Einfluss auf den Betrachter. Also auch die Auswahl der Darstellung dient der Beeinflussung, also der Erreichung der Ziele des Erzählers. Und es gibt also rein maschinelle Verfahren, wie beispielsweise ein Laserscanning-Verfahren, bei dem man eigentlich nur noch die Perspektive wählen kann. Aber das technische Ergebnis ist dann eigentlich vorgegeben. Und es gibt aber auch Darstellungsverfahren, wie beispielsweise die Modellierung, die eher wie die Zeichnung funktioniert. Das heißt, ich setze mich in diesen Raum, überlege mir, was finde ich wichtig, diese Säule beispielsweise, diese Wand, die fotografiere ich dann nochmal extra ab. Und baue dann diese Welt nach dem, was ich denke, was wichtig ist, nach. Ne? Das ist also eine sehr starke Interpretation, die ich dann von diesem Raum mache. Es gibt in der Philosophie eine Richtung, die sich in den letzten Jahren gebildet hat, das nennt sich das Embodiment. Und das Embodiment besagt, dass das Bewusstsein durch den Körper erst geschaffen wird. Und die Rolle des Körpers in der VR ist eben eine spannende Sache. Je involvierter der Körper ist, desto stärker bezieht man das Erlebte eben auch auf sich selber. Also VR ist, finde ich, wahnsinnig interessant, weil es eine große Beeinflussungsmaschine ist. Und eine Beeinflussungsmaschine, weil es eine große Empathiemaschine ist. Wenn ich auf dem Monitor mir beispielsweise eine Erzählung ansehe, eine Dokumentation, dann bin ich da ein externer Betrachter, der sich eine Geschichte von jemandem anhört. In VR bin ich aber in dieser Geschichte selber drin. Ich bin mit dem ganzen Körper bin ich involviert und empfinde das eben, als wenn ich eigene Erfahrungen mache. Deswegen werden Apps, so Geschichten in VR auch als VR-Experience, VR-Erfahrung bezeichnet. Wenn ich eigene Erfahrungen mache, dann schleppe ich die natürlich mit mir andersrum, als wenn ich eine Geschichte von jemandem erzählt bekomme. Das ist also viel direkter, ich beziehe das alles auf mich und dadurch bin ich beeinflussbar. Und diese Beeinflussung, die wird in der Praxis auch umgesetzt. VR wird in medizinischen Bereichen zur Behandlung von Höhenangst beispielsweise eingesetzt, aber auch in der Psychologie, um ein ethisches Verhalten zu beeinflussen. Das ist möglich. In der Arbeit selber habe ich versucht, verschiedene Konstellationen von der Darstellung des eigenen Körpers und dem eigenen Körper in der VR zu schaffen. Beispielsweise sieht man Spiegelungen von sich 3D in der virtuellen Welt stehen. Also ich sehe mich selber gespiegelt neben mir, habe einen Spiegel in der virtuellen Welt vor mir. Dort spiegelt sich dann mein VR-Spiegelbild in diesem virtuellen Spiegel und ich stehe daneben. Der Spiegel fordert mich auf, ihn zu berühren und wenn ich dann so real in diese Richtung gehe, ich sehe mein Spiegelbild, berührt auch gleich den Spiegel, sehe das Spiegelbild, berührt den Spiegel und fühle in diesem Moment den Spiegel an meinem realen Körper. Ja, das stellt also die Frage, was ist das, was ist meine Korrelation zu dieser Spiegelung? Und so weiter. Ich habe mich also gefragt, was für verschiedene Beziehungen kann man aufbauen, damit der Betrachter sich jedes Mal wieder fragt, was ist hier eigentlich meine Rolle da drin? Ja, wie verhält sich mein Körper zur realen Welt und zur virtuellen Welt?